Hallo und herzlich willkommen bei meinem nächsten Video hier in der Water Turtle World. Ich habe hier schon ein bisschen was aufgebaut. Hier kommen wir jetzt zu dem Thema, wie man unschwer erkennen kann zum Thema Wasserpflanzen im Aquaterrarium für Schildkröten. Bei der Art, die wir hier halten werden, sind sie zwingend erforderlich. Die Schildkröte braucht diese Wasserpflanzen. Man darf sie nicht in einem sterilen Aquaterrarium halten, weil die Schildkröte, die braucht diese Versteckmöglichkeiten. Die Schildkröte, die schläft auch da drin. Wenn die Pflanze dann steht, dann hängt sich die Schildkröte da unter Wasser rein, kurz unter der Wasseroberfläche und wird dann da nächtigen drin. Sieht natürlich auch schön aus für den Betrachter, wenn wir da ein schönes bepflanztes Terrarium haben, als wenn da einfach nur ein paar Äste und Wurzeln drin sind und ein Sonnenplatz. Das ist ja ein bisschen langweilig. Wir wollen ja auch ein bisschen was für uns fürs Auge haben. Aber natürlich in erster Linie soll es natürlich dem Tier an nichts mangeln. So, also wie gesagt, hier haben wir ein paar Wasserpflanzen, haben wir eine kleine Auswahl. Ich möchte jetzt ungern hier die ganzen botanischen Namen vorbeten, da werde ich einfach eine Liste unter die unter das Video setzen, da könnt ihr euch das dann durchlesen und dann je nachdem, euch die Pflanze gefällt, dann auch kaufen. Also diese Auswahl ist passend auf die Kinostena und Cruentatum abgestimmt. Das sind Pflanzen, die brauchen wenig Licht, die haben eigentlich sehr, sehr schwache Bedürfnisse, also da die wachsen wie die Pest. Also das ist jetzt keine hohe Anforderung, also da braucht ihr jetzt nicht eine CO2-Anlage oder irgend so ein Krempel. Das schenken wir uns da einfach, weil diese Pflanzen sind einfach sehr, sehr robust und extra dafür geeignet. Ja, so sind die jetzt gekommen, so habe ich die geholt. Die waren vorher hier noch in solchen Beuteln drin. Die werden jetzt akklimatisiert. Keine Ahnung, jetzt komme ich jetzt nicht drauf, wie das heißt. Also das heißt, diese Pflanzen, die sind jetzt gekommen, die haben wir geholt, es ist draußen kalt, wenn man sieht, da ist auch Schnee und die müssen wir jetzt ein bisschen an die Zimmertemperatur anpassen. Das Aquaterrarium ist gerade im Aufbau, ich bin gerade dabei, den Kies einzubringen, von daher müssen die Pflanzen jetzt hier noch ein bisschen in dieser Kiste verbringen. Da werden wir dann aber gleich ein bisschen Wasser einfüllen. Natürlich auch ein bisschen temperiert, hier haben wir schon das Thermometer, dass diese Pflanzen da sich jetzt auch noch mal ein paar Stunden drin wohlfühlen, bis wir dann im nächsten Teil dazu kommen, wie setzen wir die eigentlich ein. Weil wir können ja keine kleine Pflanze nach vorne setzen und eine große Pflanze nach hinten, das ist ein bisschen Schwachsinn. Und man sieht, wir haben hier einmal Pflanzen in einem Pflanzkorb, da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Dann haben wir hier auch irgendwo Ware mit einem kleinen Ring, genau das ist dieser hier. Den muss man natürlich dann nachher abmachen, hier. Das muss ich mal da drauf leuchten. Genau, da ist sind die Pflanzenstängel unten drin. Das werden wir dann aber nachher machen, wenn wir die Pflanzen einpflanzen. Ich sehe auch schon, hier haben wir auch schon ein paar kleine Snacks für unsere Schildkröte. Hier sind ein paar kleine Schnecken drin. Die können sich da ruhig ein bisschen drin vermehren. Das mag die eigentlich sehr gerne. Haben wir noch ein paar Schnecken noch gratis dazu bekommen. Zu diesen Pflanzen muss ich noch sagen, das sind sehr gute Pflanzen. Und heute geholt aus der Koi- und Teichwelt. Vielen Dank nochmal dafür, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Das hat super geklappt, auch dass wir hier so eine schöne Kiste bekommen haben. Denn solche Wasserpflanzen sollte man doch schon bei diesen Witterungen nicht einfach in so einen Sack packen und dann irgendwo lagern, sondern schon ein bisschen, dass da nichts passieren kann und dass denen auch gut gehen kann. Gut, das war jetzt einfach mal so der kleine Überblick. Wie gesagt, eine Übersicht kommt, was das alles für Pflanzen sind. Das bete ich hier jetzt nicht runter, das ist langweilig und trocken, das wollen wir nicht machen. Wir kommen dann im nächsten Video dazu, wie wir diese Dinge einpflanzen, was da zu beachten gibt. Ich sage erstmal an dieser Stelle Dankeschön.